Willkommen zurück, meine Eidgenossen, zu Crusader Kings 3, die Schweizer. In der letzten Folge haben wir ein Weizenkornschlüssel verloren. Irgendwo auf dem Hof ist irgendwo in den Ritzen verschwunden. Dafür haben wir eine schöne Schatulle erhalten und dann noch einen super, super tollen Schrank jetzt. Kommode. Ja, okay, Kommode. Aber wir sind damit stehen geblieben. Hof halten, die Option Hof halten zu benutzen das erste Mal, so als König. Und ich denke mal, das machen wir, bevor wir auch starten hier, 6. Februar. Machen wir das doch einfach mal, ne? Ich will nicht zu viel plappern. Meistens rede ich immer so 5-6 Minuten, bis überhaupt mal was passiert. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir gehen jetzt sofort auf Königshof. Da haben wir unsere tollen Leute hier, die sind alle da. Ja, super. Hier die Evalda ist auch da. Und hier können wir auf Hof halten klicken. Klicken wir mal. So, und was steht denn da? Um ein erfolgreicher Herrscher zu sein, muss ich tatsächlich über verschiedene Zwickmühlen und schwierige Situationen entscheiden, zu denen es in meinem Einflussgebiet kommt. Indem ich offiziell all meine Untertanen einlade, in meine Residenz zu kommen und mich um Hilfe zu ersuchen, bleibe ich auf dem Laufenden, kann das Machtgleichgewicht erhalten und der Welt zeigen, dass ich das Sagen habe. Okay, also das machen wir mal. Ihr werdet eure Hofpracht erhöhen, das ist gut und es kommen ein paar Gäste und dann schauen wir mal, was passiert. Ne? Hunde Prestige, ich denke mal, jede 5 Jahre halten, ist nicht verkehrt. Ne? Machen wir mal. Boah, Fanfare. Geil. Hört sich gut an, ne? Aber Bürgermeister Hans hört nicht auf zu reden, ne? Er muss die ganze Zeit quatschen. Hofhalten Eröffnung. Auf meinem Thron sitzend gebe ich meinen Wachen ein Zeichen, die Türen des Saals zu öffnen. Menschen strömen herein. Einige stellen sich vor meinem Thron auf, während andere zur Seite treten, um das Geschehen zu beobachten. Nach einigen Augenblicken kommt sämtliche Bewegung im Saal zum Stillstand und alle Gesichter haben sich erwartungsvoll zu mir gewandt. Vor mir stehen 3 Bittsteller in einer geordneten Reihe, die alle darauf warten, dass ich sie aufrufe. Ja, geil. Also es geht los. Gib dem Ersten in der Reihe ein Zeichen, sich zu nähern. Und ansonsten können wir auch noch sagen, nee, ich habe es mir anders überlegt. Also. Tritt vor. Kriemhild, tritt vor. Schaut doch mal, ne? Evalda ist schon wieder in ihrer, keine Ahnung, Yoga-Position oder was auch immer. Das ist unser Hofner. Der nicht bewegliche Hofner steht einfach da die ganze Zeit. Wir haben schon beauftragt, da so einen Hut dahin zu stellen, damit wir einfach mal Kleingeld reinwerfen können. Ist sicher lustiger, als was sie da macht. Gut, Grenzunruhen. Kriemhild, wandernd. Schauen wir uns mal die Kriemhild an. 21, wandernd. Ja, ein bisschen in der Verwaltung gut. Ansonsten katholisch, fränkisch. Gerecht, hinterlistig, stur. Schauen wir mal. Die nächste, da haben wir den Text, die nächste Bittstellerin ist offensichtlich fremd an diesem Hof. Zumindest habe ich sie zuvor noch nie gesehen. Und die Blicke von Ratsmarschall Luitfredo ruhen ebenfalls auf ihr, seit sie meinen Hof betreten hat. Okay, plant sie da was? Ne? Immerhin ist sie ja hinterlistig. Aber das würde sie ja nicht machen. Das ist doch das. So bei Hofhalten. Nee, das sicher nicht. Mein Fürst, ich bin gekommen, um zu klären, dass das Volk von Grafschaft von Brie sich weigert, die Steuern zu zahlen. Okay, das klingt nicht gut, die ihr von uns erhoben habt. In der Vergangenheit wurden unserem Land und Volk Rechte und Privilegien gewährt, die ihr in letzter Zeit missachtet habt. Wir bitten euch, unsere Anliegen gerecht zu behandeln. Sonst.
Okay, ich wollte gerade sagen, okay, schauen wir uns mal an, ne? Gucken wir uns mal die Grafschaft an, wie die Steuern sind. Aber ganz ehrlich, wenn ich nur da unten lese, sonst, Punkt, 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 da kommt hier irgendeine wandernde Frau, niedriger Geburt, 21, hat überhaupt keine Titel, gar nichts, zu mir an den Hof. Na, ne, ne, so nicht. Du kannst mir doch nicht drohen, Mensch, Kriemhild. So, Kriemhild, schauen wir mal, was habe ich denn hier? Auf jeden Fall mal 5 Auswahlmöglichkeiten. Werft ihn. Wen? Okay, Kriemhild ist anscheinend doch keine sie. Na, werft ihn in den Kerker und dann zerschlagt den Pöbel. So, das ist gut. 95%ige Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Wir bekommen ein bisschen Kriegsführungslebenswandel. Und Luitfredo wird mehr Kontrolle in Gemeinde bei der Ratsaufgabe effektiver durchführen. 4%, dass es scheitert, minus 50 Kontrolle und 40 Meinung minus in der Gemeinde. Okay? Lockt die Redelsführer in einen Hinterhalt, 50-50 auch hier, das ist eher Ränkespiel. Dann, ich bin bereit, euch anzuhören, Kriemhild, 95%ige Chance Diplomatie. Okay, meisterhafter Verhandlungsführer, dieser Charakter erhält einen Akzeptanzbonus von plus 20, wenn er das nächste Mal einen anderen Charakter bittet, sein Vasall zu werden. Was ja nicht schlecht ist, ne? Das ist ja nicht schlecht. Aber gut, weiter geht's. Klingt für mich so, als würdet ihr einige Satzungen falsch auslegen. 50-50, eine Verwaltungsgeschichte. Oder gebt ihnen, was sie wollen, was kümmert es mich. So, da bekomme ich aber Anspannung ohne Ende, bis sich die Balken biegen und dann noch Steuererleichterungen. Nee, das machen wir nicht. Also, wie gesagt, Kriemhild, kann ich mir jetzt die Grafschaft mal anschauen? Wenn ich hier draufklicke, geht das? Keine Info. Kann ich hier einfach raus? Und hockt die da immer noch? Wir versuchen es, ne? Oh, da sind wir ja. Da sind wir ja. So, Brie, wie sieht's aus? Kontrolle 100, Entwicklung 10, Volksmeinung 45, Französisch, das ist das Einzige. Und dann haben wir hier noch einen Grafen, der uns nicht mag, der Siegart. Jetzt aber hier, da sind wir wieder. Etwas weiter weg, aber gut. Gut, also nochmal. Sonst, Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin geneigt, sie einzukerkern. So, weil, wie gesagt, sie können doch nicht einfach drohen, ne? Das geht nicht. So, das Ende ist nah. Als der aufgeregte Mann vor mir an der Reihe ist, schreit er: Das Ende ist nah! Die Zeichen sind klar und überall zu sehen. Das Volk von Grafschaft von Brixen weiß es nur zu gut. Missernten, Heuschrecken, Plagen, nicht enden wollende Kälte, Überschwemmungen und die Pest, die unter uns wütet. Interessiert so den Heinz gar nicht, ne? Der hat einfach so den Rücken gedreht und hier auch so von wegen alle Augen sind auf mich gerichtet. Hier Leimer, hier der Heinz, keiner hat Bock mehr, da irgendwie da zuzuschauen. Naja, so interessiert ist jetzt der Hof nicht, ne? Der Tag des jüngsten Gerichts steht bevor. Es gibt nur einen Weg für uns, gerettet zu werden. Reinigt euer Herz, indem ihr euren Leib reinigt. Erlösung kann nicht mit vollem Magen erreicht werden. Tut jetzt Buße, denn der Tag ist nahe. So, Volkmar. Volkmar ist appetitlos. Ja, der will doch nur seine Diäten verkaufen. Der ist dann von Weight Watchers gekommen, der Volkmar. Schauen wir mal. Die Erlösung muss mit allen Mitteln erreicht werden. Ich bekomme appetitlos und Frömmigkeit. Unsinn verbrennt diesen Ketzer. Das klingt besser. Schauen wir uns mal an, was es hier noch als dritte Option gibt. Schafft mir diesen Dummkopf aus den Augen. Ja komm, brutzelt mal den Typen. Die paar Kalorien. Das geht richtig schnell. So, tschüss, Volkmar. Ein ungewöhnlicher Prediger. Mein Lehnsherr, sagt Graf Werner mit strenger Stimme. Ich bitte darum, dass wir eine Untersuchung bezüglich eines berüchtigten Predigers in Bern einleiten. Okay, berüchtigt. Dieser Prediger ist, wie soll ich sagen, sie ist eine Frau, sagt Werner. Wo ist denn der Werner? Ist das Werner? Das ist der Werner.
17-jährig. Werner, was weißt du schon, Mensch? Was weißt du schon? Ja, kein Wunder, ne? Er mag ja so Frauen nicht, der Werner. Das steht nicht in Übereinstimmung mit unserem Glauben, sagt Werner. Herzogin Susanna, da ist die Susanna, die mag ich eher, 98, unterbricht Werner, indem sie die Hand hebt und einen Schritt nach vorn macht. Mein Lehnsherr. Auch wenn die Einschätzung von Werner diesbezüglich richtig ist, so ist es der einzige Fehler dieses Predigers. Alles, was sie lehrt, steht in Übereinstimmung mit unserem Glauben. Wohlgesagt, Susanna, Werner hat keine Ahnung. Das ist meine Meinung. Wir brauchen mehr Leute, die unseren Glauben verbreiten. Von Bauern geliebter Priester, 15 Jahre bekommen wir, Entwicklungszuwachs, Volksmeinung und ein bisschen weniger Kontrolle pro Monat, aber das ist nicht so schlimm. In Bern, da schicken wir einfach mal unseren Lütfredo hin, dann läuft der Laden. Werner minus 10, 10 plus bei Susanna. Oder wir können sagen, werft diesen falschen Prediger in den Kerker. Mache ich nicht. Oder was haben wir hier? Ich möchte diesen Prediger als meinen Großalmosenier einstellen. Nee, keine Lust, da 0,4 pro Monat zu zahlen. Und was haben wir denn hier? Wenn sie Bauern unterrichten kann, gibt sie auch einen guten Hoftutor ab. Hoftutor vor allem. Was macht da eigentlich der Hoftutor? 0,75 Salär. Leck mich am Arsch. Teurer als irgendwie ein paar hundert Leute. Spracheverb, Komplottstärke plus 4. An plus 20, basierend auf Eignung. Schaltet Interaktion Kind eine Sprache lernen lassen frei. Boah, das ist natürlich nicht schlecht, ne, das zu haben. Aber wir brauchen es nicht. Wir brauchen mehr Leute, die unseren Glauben verbreiten. So, gut. Läuft doch, ne? Hab ich gut gemacht. Als der letzte Bittsteller den Raum verlässt, folgen ihm verschiedene Höflinge, die wieder ihren Aufgaben nachgehen müssen. Andere bleiben zurück und unterhalten sich über die letzten Verhandlungen. Bald ist die zeremonielle Förmlichkeit gänzlich verflogen und das übliche Treiben des höfischen Lebens nimmt seinen Platz ein. Meine Aufgabe hier ist erledigt. Und jetzt Massen. Wie war das nochmal? Massenrauswurf anordnen. Alle raus hier. Ich will meine Ruhe haben. Übrigens, sowas bräuchte man, wenn man irgendwie so ungeliebte Gäste zu Hause hat, ne? Da kommen irgendwelche Leute, keine Ahnung, einfach sagen, okay, hier, Massenrauswurf anordnen und dann sagen, so Leute, alle raus jetzt. Ich will keinen mehr sehen. Ich möchte hier Crusader Kings 3 zocken oder sowas. Okay, das haben wir geschafft. Das war unsere erste Aktion am Hof, ne? Hof halten für 100 Prestige ist nicht verkehrt, ne? Wir haben jetzt nicht so viel gewonnen, aber hat Spaß gemacht. So, was haben wir denn hier? Kunigunde kann euch Lösegeld einbringen. Kunigunde ist die Ehefrau von Berthold von Rheinfelden, Haus Rheinfelden. Verbündet mit Graf Berthold und Graf Berthold will sie haben. Also, kann gehen. Bande und den Rest wollen wir nicht. Das ist auch gut. 121 Gold plus 11,1 machen wir. Das ist auch gut. Wobei ich glaube, ne, ich sage das jedes Mal, aber dieses Mal ist es, ne? Hofaudienz von Prinz Berthold. Da ist es immer noch, ne? Die Hofaudienz. In dieser Folge stirbt unser Berthold. Sehr wahrscheinlich. Aber gut. Ich muss, mal noch eine Sache sagen, bevor wir hier auf Go klicken. Und zwar, in den Kommentaren hieß es, du musst Savoyen erobern. Das ist de jure Schweiz. Okay. Gut. Also, machen wir. Savoyen sehen wir da. Ne? Ein Teil von Savoyen ist ja heute schon de jure Schweiz. Wie zum Beispiel der Kanton Genf, ne? Schon Schweiz. Dann hier nicht alles, ne?
Was haben wir hier? Martini, da bin ich nicht so hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall hier aus sicher so ein kleiner Teil. Aber hier der ganze Süden natürlich nicht. Das ist heute nicht die Schweiz, also die heutige Schweiz. Ich kann euch aber sagen, da, diese Stadt hier, Annecy, ne? Die Stadt Annecy kann ich als Städtetrip empfehlen. Ich war da. Annecy liegt an einem See südlich des Genfersees und ist echt eine schöne, schöne Stadt. Eine schöne, schöne Altstadt. Sehr, sehr, sehr schön. Wir waren im Sommer da. Es war aber sau, sau schwül. Ne? Aber es war schön. Schwül und schön. Gleichzeitig beides. Ne? Kann ich empfehlen. Ist nett. Und einfach, weil ich es empfehlen kann, machen wir jetzt das, was in den Kommentaren geschrieben stand oder steht. Wir greifen den Frederik von Savoyen an. Er hat 1750. Wir hätten mit unseren Verbündeten 21.000 Soldaten, 340 Prestige, kostet Spaß. Machen wir mal. Ne? Machen wir mal. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ist da irgendwas gelaufen? Ja, nee, der Krieg ist hier. Die hatten vorhin einen Krieg, so wie ich das gesehen habe. Alle ausheben. Da ist der Luitfredo am Start. Ich würde sagen, wir treffen sie sofort da. Und was haben wir denn da? König Duncan nannt sich 444. Hier haben wir 3000. Den ziehen wir auf jeden Fall. Und den Franzosen für 350. Ja komm, Franzosen nehmen wir auch noch mit, ne? Wenn es brenzlig wird, nehmen wir auch noch mal den Schotten mit. Schauen wir mal. So, da kommen sie. Perfekt, Lösegeld akzeptiert. Jetzt geht's los, ne? So, jetzt kämpfen wir da auch. Wer ist Verteidiger? Wir sind Angreifer, sie sind Verteidiger. Schade, schade. Aber wir schaffen das natürlich. Kein Problem. Locker, ne? Unser Ritter Gottfried konnte Bürgermeister Gautier verwunden. Da haben wir ihn. Wie geil ist das denn? Frederik von Savoyen. Dabei wollte ich die ganze Folge mit diesem Krieg hier verbringen, ne? Jetzt ist es vorbei. Gut, schauen wir mal. Hat doch Verbündete geholt. Schaut mal her. König Gottfried II. Von Oberlothringen oder Lothringen. Ja, vorbei, ne? Krieg ist vorbei. Wir haben jetzt einfach umsonst so viel Prestige rausgeknallt. So what? Forderungen zwingen. Seid gegrüßt, Cousin. Ja, so ist es nun mal, mein Freund. Mögen eure Jahre kurz und elend sein. Ihr seid ein viel größerer Feind, als ich gedacht hätte. So sei es. Alle auflösen. Jetzt verdienen wir wieder Geld. Und jetzt zieht euch das mal rein. Was ist das für ein Brockenmensch hier, die Schweiz mittlerweile? Also hier, wir sind auf einem guten Weg, die ganze Alpenregion zu erobern. Ihr wisst, ne, wir haben ja auch noch Krain. Ja, nun, theoretisch einfach hier noch so den Rest hier, ne? Dann hätten wir das. Ja, ne? Jetzt schauen wir mal. Wir haben das ja natürlich durchgesetzt für jemanden. Und zwar den Herren von Ulm. Hulm. So, der Berthold, mein Namensvetter hier von Savoyen, 56 Jahre, der ist super, super, super stark, wie man jetzt mittlerweile sieht. Der hat nicht nur die paar Grafschaften oben, sondern auch hier das Herzogtum. Ja, das ist gewaltig. Also, er darf nicht zu stark werden, das will ich damit sagen. Er bekleidet kein Amt bei uns, wie wir sehen. Null. Siegbert hat sich eigentlich gut gehalten, ne? Ihr erinnert euch an Siegbert? Haben wir gedacht, dass er uns umbringt. Rachsüchtig, hinterlistig und so weiter. Hat er nicht getan. Hat er gut gedient, Siegbert. Der Siegbert. So, jetzt haben wir 141. Macht jetzt keinen Sinn, noch Geld auszugeben, oder? 90 wird das kosten. Nee, wir brauchen Geld, glaube ich. Wir brauchen Geld. Wir haben jetzt nur ein paar Tage gespielt. Lassen wir doch jetzt einfach mal die Zeit verstreichen, ne? Schauen wir mal, ob Berthold tatsächlich auch diese Folge überlebt, ne? Ja, ja, Berthold. Ja, ja. Duncan ist gestorben. Unser Bündnis
ist nicht mehr. Okay, schauen wir mal. König von Schottland ist er. König Angus von Schottland. 18 Jahre. Zieht euch mal Angus den Dritten rein mit 18 Jahren. So ein Bart. Also das will ich mal sehen. So ein 18-Jähriger mit so einem vollen Bart. Das ist doch nett. Ehefrau Fionn Ferch. Ja, gut. Ja, aber mit den Schotten haben wir nichts mehr am Hut. Wir schauen nochmal, wartet. Wir gehen mal schnell nochmal auf Schottland. Dann nochmal auf ihn danken. Und wir haben ja, war das hier, Prinz Malcolm, ne? Mit unserer Tochter, die, der Ilsa. So ein Prinz Malcolm hat nichts bekommen. Prinz Malcolm hat aber Ansprüche. Schade. Ich dachte, der bekommt was. Das wäre doch was, ne? Aber der hat nichts bekommen. Gut, weiter geht's. Oh nein, ich hab's weggeklickt. Der kleine Feinschmecker Heinz hatte bei unserem letzten Festmahl offenbar so seine Schwierigkeiten. Er steckte das Gesicht ins Essen und sprach nur, um die nächste seiner zahllosen Portionen zu bestellen. Essen bereitet immer Freude, unersättlich. Nein, bist du dumm oder was? Verwaltung minus 2 und dabei ist er auf dem Fokus Verwaltung, ne? Stimmt. Das müssen wir unterbinden. Unersättlich, Mensch. Und auch noch sündhaft. Was haben wir denn hier? Schüchtern. Auch schüchtern ist auch scheiße. Schüchtern ist auch scheiße. Meine Güte, was sind das denn für Optionen? Was soll das? Das ist doch gar nicht... Das bin ich nicht, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Unersättlich. Bekomme ich nochmal minus 1 Frömmigkeit pro Monat? Zieht euch das mal rein. Das würde dann bedeuten, dass wir noch weniger, also überhaupt keine Frömmigkeit erhalten. Oh, Heinz, ey. Meinung von katholisch, ja, super. Schüchtern ist einfach... Ach Gott. Heinz. Ach, Heinz. Du machst mich fertig, Heinz. Essen bereitet immer Freude oder schüchtern. Das Problem bei schüchtern ist einfach das Thema, ich bekomme ständig Anspannung, egal was ich tue, wenn ich jemanden an den Hof angeln will und so weiter. Nee, komm, weißt du was? Heinz futtert sich einfach einen ab. Punkt aus. Der liebt das Essen. Das ist so. Der Heinz liebt das Essen. Mensch, Heinz. Warum nur Heinz? Was bist du denn jetzt, Heinz? Bisexuell. Nein. Diplomatische Expertise bei der Frau. Das ist super. Wir sind super stolz auf sie. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld. Ne? Geld, Geld, Geld. Holen wir uns mal 100 von denen. Und nochmal 100. Komm, 200 haben wir hier. Katapulte voll schon mal. Das ist gut. Krebs. Das Fremde in mir. In mir ist etwas, was nicht zu mir gehört. Ein Krebs. Es frisst sich durch mein Fleisch, nährt sich an meiner Lebenskraft, wird stärker, während ich vergehe. Ich presse die Hände fest gegen die Geschwulst unter meiner Haut. Meine Finger sehnen sich danach, sie herauszureißen. Beim Gedanken daran, wie sie wächst, steigt mir die Galle hoch. Ja, bedauerlicherweise ist es Krebs. Ich kenne nur eine wirksame Behandlungsmethode. Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Nicht mal Yves de Grison weiß, was zu tun ist. Uff. Krebs, Fruchtbarkeit, kritischer Malus, tut das Nötigste für Vorsicht, ist es zu spät. Für Vorsicht ist es viel zu spät. Yves, versuch das, dein Bestes.
Krebs, ausgewogene Säfte. Eve reichte mir einen Trunk, der wirklich äußerst merkwürdig schmeckte. Ich fühlte mich wie betäubt und mir fielen die Augen zu. Ich bitte um Verzeihung, mein Fürst, aber während des nächsten Schritts wollt ihr keinesfalls wach sein, sagte er. Panik ergriff mich und ich versuchte, vom Operationstisch aufzustehen, doch meine Glieder wollten mir nicht gehorchen. Die Behandlung war fast so unangenehm wie meine Symptome, doch sie scheint Wirkung gezeigt zu haben. Auch wenn ich noch nicht ganz geheilt bin, fühle ich mich schon viel besser. Ich werde wohl überleben! Oh, was haben wir denn da? Massiver Bonus, Krankheitswiderstand. Ich bin Eunuch geworden. Eunuch, Leute. Anziehungsmeinung minus 20, kann keine Kinder bekommen, kann keine Titel erben, darf nicht heiraten. Ich würde mal sagen... Das brauchen wir nicht mehr, ne? Aber hier, zieht euch das rein. Dem Tode nahe steht da. Eieiei. Also, dem Tode nahe. Damit beenden wir die Folge. Ja, er hat immer noch nicht den Löffel abgegeben. Das tut unser Berthold einfach nicht, ne? Ist einfach ein kräftiger Typ, ne? Der gibt nicht auf. Der gibt seine Schweiz so leicht nicht auf. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.